Hallo, herzlich willkommen zum sechsten Teil meines Single Let's Plays auf der Gascova. Ihr seht schon, der Sepp fährt. Er fährt jetzt einen Drescher. Wieder hat mir fest zugesagt, dass er mir hilft. Kurz in eigener Sache, ich habe den erweiterten Helfer von der Black Panther Group deaktiviert. Weil, das war gestern ein bisschen peinlich, das habe ich nicht mitgerechnet, weil ich habe den eigentlich so noch nie ausprobiert. Was ich halt super an diesem Mod finde, ist, dass man den Helfer sogar Namen geben kann. Das finde ich halt eine große Klasse. Hier bei der Standardversion heißt der Helfer halt E, Helfer B, Helfer M und was weiß ich was. Ist halt ein bisschen blöd, aber egal. Aber so funktioniert es jetzt. Wie gesagt, der Sepp, mein Nachbar, der fährt. So. Ich könnte eigentlich schon mal den Traktor holen, nur mir fiel jetzt gerade das auf. Normalerweise wollte ich abtanken mit unserem neuen Agroliner. Aber für diesen Deutz-Fahr, diesen alten Drescher, das Rohr wird zu niedrig sein für den Drescher. Entschuldigung, für den Hänger. Also werde ich wahrscheinlich den Drehschemel nehmen von super. Das fällt mir dann auch nicht ein. Ach, ist das ehrlich. Ja, wunderbar. Ihr werdet es gleich sehen. Ich warte jetzt nur mal kurz, ob der auch zurückkommt, ob das funktioniert. Wieder mein wenig Geduld, dabei überlege ich schon mal. Wo der Hänger hieß. Wie ist denn der? Hallo? Ja, super. Emsland, Krone Emsland, heieieiei. Emsland, der Krone Emsland. Ja, der müsste eigentlich reichen. Ja, dann Schwart. Ich überlege gerade, ob ich ihn zusammenlege oder ob ich es so lassen und mit meiner Ballenpresse durchfahre, weiß ich noch nicht. Entscheide ich nicht. Aber ist das Feld so groß? Ja, was gibt's Neues? Ich kann ja mal ein bisschen was erzählen. Gibt nichts Neues groß. Ja, es kommen immer wieder neue Mods raus. Manche sind richtig große Klasse. Ich guck auch immer erst bei Mod-Hoster. Aber es gibt auch andere Mod-Seiten, die ich klasse finde. Und manchmal findet man da sogar einen Tick mehr, einen Tick besser. Ja, wenn ich einen Traktor-Naht hole, habe ich nicht weit, müssen wir über die Straße da laden. Und alles ist gut, wunderbar. Und die FPS ist im Keller. Ne, ist das gar nicht. Wo bleibt denn der? Macht der Feschbar? Lösen. Helfer A hat einen. Ach, der ist gleich voll. Gut, Leute, ich habe die Meldung gekriegt, der hat fast einen vollen Korntank. Ich gehe schnell den Trecker holen und den Hänger. Wascht aus Armen. Machen wir jetzt nicht mehr rum. Laufen wir mal schnell rüber zum Wolf. Jetzt ist Gott, die Alte steht schon wieder an der Tür, nichts wie schnell vorbei. Ja, ja, keine Zeit, ich muss den Traktor holen. So. Zack, Tor auf. Wunderbar. Mein Torpedolein. Ach ja, übrigens habe ich auch jetzt rausbekommen, woran das gestern oder in der letzten Folge lag, dass ich an den Argoliner den kleinen keine Mais laden konnte, weil es ist ein Überladewagen, der ist wirklich nur für Dünger und gebeizte Saatgut. Mehr ist da nicht. Wie ging das auch nicht? Ich habe halt gedacht, wenn man dieses Überladerohr wegbaut. So, was ist denn hier allein da? Ist hier allein,
Dann müsste er eigentlich alle Fruchtsorten laden können, aber dem war leider nicht so. Da habe ich mich halt getrunken. Ich bin angekommen, ein paar Meter neben dran. So, und let's go. Schnell zum Step, dass er nicht lange warten muss. Ein kleines Geld. Geld kommt zu kurz. Mit den Hängern will ich experimentieren, weil ich habe ja gesagt, wenn dementsprechend das Geld auf dem Grunde ist oder halt Geld da ist, hole ich mir auch mal einen anderen Drescher, der ist dann größer, mein Gott, der ist dann größer und hat ein höheres Rohr, da kann ich auch mal andere Hänger benutzen, das ist kein Thema. Dass ich immer an diesen Stangen hängen bleibe. Bin ich so blind auf der Ölme, dass ich die nicht sehe? Mein Gott, kurz zu folgen nochmal rein. So, da vorne fährt er ja. Ich komme, ich bin unterwegs, Sepp. Ja, Sepp hat Funk, ich hab auch Funk. Das haben wir uns ja so angeeignet, im Fall, wenn das sein sollte. So, Sepp steht. Das Ding war jetzt voll und ich bin jetzt auch noch kaputt gefahren. Oh Mann. Ich bin blöd. Gut, da geht's auch. Lass mich mal kurz gucken. Oh, hätte doch funktioniert mit dem größeren. Keiner hätte funktioniert. Egal. Machen wir jetzt mit dem. Geht halt nicht viel rein. Wurstgebiet. Wird das jetzt mehr? Ich weiß nicht. Okay. Ja, der Start, der ist ziemlich flach. Ach, ich überlege mir das noch, ob ich da den Schwader dann später hole und da zusammenlege. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Weil, was ist passiert? Hey Sepp, du hast doch was vergessen! Sepp! Hat er das bei dem Streifen stehen lassen? Dann kann es mal das Feld ab. Mal gucken, ob der noch mehr Moos gebaut hat. Sepp, da ist noch ein Streifen! Hast du nicht gesehen? Sepp. Okay. Da hat er nichts, das will ich mir beschreiben. Ja. Dann noch dran hängen. Sepp macht das Feld jetzt erstmal fertig und dann danach nimmst einen Streifen damit, dass du es ja nicht vergisst. Mein Gott. Ja, ich habe das Jogging am frühen Morgen, es ist 7 Uhr, herrlich, und ich habe noch nichts im Magen, ist das klasse. Na ja, gut, ich habe schon zum Sepp gesagt, wenn das Feld fertig gedroschen ist, lade ich ihn zum Frühstück ein, machen wir großes Frühstück. Das hat die Alte zu machen, ob sie auch passt oder nicht. Schließlich sind wir so dankbar und froh, dass uns die Nachbarn helfen. Und da habe ich immer zu ihnen gesagt, Leute, das ist gar kein Thema. Wir laden euch zum Grillen ein. Wir machen Frühstück zusammen. Kost und Logis. Logis, Quatsch. Kost und Speisen, alles frei. Ist kein Problem. Wir sind ja froh, dass es euch gibt. Wie gesagt, wenn Sepp Hilfe braucht, dann hat so eine kleine Pferde gestüt, helfe ich ihm genauso. Er leiht auch manchmal immer von mir Fahrzeug aus, sagt, du hör ich mal zu, ich bräuchte jetzt gerade mal einen Traktor, um die Ballen zu transportieren oder zu holen, weil der die ganz am Ende der Stadt irgendwo gelagert hat.
Das sage ich auch spontan, ja, ist doch gar kein Thema. Wo liegt denn da das Problem? Also das Sojabohnen. Ja, egal. Wie gesagt, Leute, wir tun jetzt erstmal alles abernten. Nachher mache ich mal kurz zur Kontrolle, wie es mit der Raffinerie steht. Den Fisch muss ich auch kontrollieren. Das ist halt leider Gottes das Blöde bei diesen einzelnen Triggern. Da kommt der schon wieder. Ja, er gibt mir über Funk dann durch. Du, ich bin soweit. Ich habe den Korntank voll. Komm bitte zum Abmelken. Abtanken. Melken. Kam und kannst du abmelken. Wunderbar, wie die Signal. Ich habe den Mod für den Badretter schon im LS15 benutzt. Benutzt dann die Spiele. Bei L15 habe ich leider noch keine Aufnahmen für YouTube gemacht oder so. Jetzt erst bei L17. Ich wollte eigentlich, bevor ich mit L17... Ach, habe auch schon Lohn gezahlt. Wunderbar. Lohnzahlungen. Ja, wunderbar. Wollte ich eigentlich erstmal L15 komplett durchspielen, aber... Hab mir doch dann gedacht, ich guck mir mal LD17 an und war wirklich begeistert. Dann kam es auch richtig schöne, fette, tolle Mods raus, die dann auch funzten. Und was ich halt beim LD17 genial finde, ist, dass man alle Mods in den Ordner reinknallen kann, wo also auf Deutsch gesagt gut laufen, die auch getestet habe, keine Fehler, nichts haben oder das Spiel nicht behindern oder diesen Mod nicht behindern, den Mod, das ist immer eine Experimentiererei. Aber das geht. Das ist komisch, na egal. Ja. Und dass man sie halt dann jedes Mal, wenn man eine neue Karte anfängt oder Map irgendwie die Mods aktivieren kann und deaktivieren kann. Und so, wenn man es dann mal abgespeichert hat, dann bleiben die Mods auch so gespeichert. Das finde ich halt ganz, ganz große Klasse. Das finde ich richtig super. Aber ich habe wirklich jetzt für diese Map nur Fahrzeuge, Mods, Anhänger, Anbaugeräte, platzierbare Objekte etc. pp. aktiviert, die ich ja auch wirklich benutze und brauche. Die habe ich mir sorgfältig überlegt und rausgesucht. Ja. Und bei einer anderen Map, die ich auch nebenbei zurzeit spiele, und zwar die Morris Land, ja, da habe ich halt andere Fahrzeuge aktiviert, wie eben Glasfahrzeuge oder eben auch andere Hänger, große Hänger und so weiter und so fort. Ja, ja, das finde ich halt richtig klasse, dass es das gibt. Und deswegen bin ich auch hergegangen und habe mir halt überlegt, nee, die ganzen Mods, weil ich habe ja letztes Mal ausgerechnet, ich habe also quasi im LS17-Bereich sind es wirklich schon fast Mods und Maps. Ach, fast 200 GB, das ist eine Menge, ja, Mama mia. Im LS15-Bereich habe ich gerade mal 110 GB. Sepp, alles klar? Ja, gut, wunderbar. Und, ja, gewesen habe ich mir eine externe Festplatte von 500 GB geholt. Da sind die Mods alle gespeichert, schön in Ordner, fein säuberlich sortiert. Habt euch ja schon mal erklärt, wie ich das mache und so weiter und so fort. Sogar die Maps sind sortiert nach Produktion oder wenn es eine Map eben nur möglich ist, Landwirtschaft zu betreiben, also sprich Feldbearbeitung, Säen, Ernten, Verkaufen, Lagern, Tiere noch versorgen, Feierabend. Die sind bei mir in einem extra Ordner drin und Produktion ist in Produktion drin und so habe ich das halt ein bisschen sortiert.
ja, wenn ich einen Mod wieder brauche oder es kommen neue Mods dazu, dann kann ich die Festplatte zu meinem großen Computer tragen. Und da habe ich dann auch um der LS17 einen Mod, einen Ordner, der heißt Mods zum Testen. Da sind eigentlich die Mods drin, wo ich frisch runterlade, wo ich halt noch nicht getestet habe oder noch testen werde. Und wenn die getestet sind, wenn ich sie für gut befinde, dann überlege ich mir, ob ich eine Mod-Vorstellung draus mache. Weil ich ja schon mal gesagt habe, in der Map sind das seltene Mods und so. Oder Maps auch, wo fast nie einer drüber berichtet. Oder es halt ein Highlight ist, so wie die Borcher See. Das habe ich mir nicht nehmen lassen, tut mir leid. Den Vorrang gönne ich ExitLP und Co. nicht. Ja, aber egal, trotzdem finde ich das eine brillante Idee. So ist mein Laptop, den ich hier extra speziell geholt habe, wegen dem LS15, LS spielen, ja, mit 15 hat es angefangen, Entschuldigung, immer sauber. Die Festplatte, die interne, ist glaube 1 Terabyte drin, so wie ich weiß, ist nicht überladen, überfüllt und so weiter und so fort. Trotzdem geht meine FPS in den Keller und ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Habe bei YouTube schon nach Clips geguckt, wo da ein bisschen beschrieben steht, ja, könnte an dem und dem liegen, macht das und das, aber nö. Geht nicht, ist nicht. Ich will es nicht. Ist dir jetzt auch wurscht. Der Drescher hat gerade zur Zeit, was ist das richtig? 53%? Ja, tatsächlich. Mein Gott, das kann ja ewig dauern hier. Mama mia. Wenn der den Streifen jetzt nicht stehen hätte lassen, würde ich jetzt schnell einen anderen Traktor holen und den Zeter. Aber das ist kacke, wenn der den Streifen hat stehen lassen. Wenn das nochmal hochfährt, werde ich ihn oben anhalten. Nur mal Bescheid sagen, dass wir mal schnell zu dem Streifen rüberfahren, den platt machen und dann eben kann ich schon mal schlagen. Vielleicht wenn ich so langsam die FPS im Keller. Ja genau, das ist alles ein Tick langsamer. Keine Zeit, ich muss einen Traktor holen. Ja, was halt schon wieder? Mann! Wollte die mal heimlich bei der Bundeswehr anmelden, das Feldwebel. Ja, habe ich lieber sein lassen. Hätte nur Ärger gegeben. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wo ich überhaupt den guten Fahrer habe. Dann muss ich erstmal Lugi machen. Ah, da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Wie bin ich denn da reingefahren? Da ist er von der anderen Seite. Ja. Mann, Katze. Da will ich dich überfahren. Ja, super. Da ist er doch. Ja, ich sehe nichts. Mann.
ist irgendwie. Ja, das mache ich mit einem guten Deutsch. Brauche ich nicht so Kraft. Das passt schon. Ich wäre jetzt auch nie über die Straße gefahren, aber egal. Ja, das klappt was gute Themen mal auf. Ja, die kennen ja auch noch in den 80ern. Die haben wir da auch viel gesehen. Funktioniert mit der dreischwartig einmal Platte. Das ist kaputt. Das ist so komisch, so langsam. Ja, dann müssen wir mal gucken, schon gucken. Habe ich da irgendwas verpennt? Nee. Nee. Egal, ich mach mir ihn damit. So, 88% da drin. Nee, ich glaube, wir müssen jetzt schalten machen. Ich halte ihn jetzt mal kurz auf und werde das selber machen. Sepp, halt mal an! Ja, liebe Leute, egal, die Folge ist vorbei. Ich sag mal Dankeschön fürs Zusehen, hat euch gefallen, lasst ein Abo da, lasst ein Däumchen da, schreibt was in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Teil morgen. Tschüss, macht's gut, ciao.